Warum wollt ihr nochmal 24-Stunden-Rennen fahren? Ja, warum wollen wir es nochmal machen? Weil es letztes Jahr einfach klasse war, ja, mit dem gesamten Team hier zu sein. Alles wunderbar geklappt und auch mit dem kleinen Auto, man ist super aufgenommen worden. Und jetzt haben wir uns für dieses Jahr einfach nochmal ein anderes Highlight gesetzt. Wir wollen unbedingt mit dem Opel Calibra durchfahren. Und das Auto stand 13 Jahre lang irgendwo in der Eifel. Haben wir das Auto komplett neu gebaut. Und wir wollen damit einfach das Ziel erreichen. Ja, und den Fans auch einfach eine Freude machen. Meine, wann wurde das letzte Mal ein Calibra auf der Nordschleife bewegt? Wie ist er bis jetzt so? Wie fährt er sich so? Wie läuft er? Ja, dafür, dass wir erstmal auf der Nordschleife sind, ist das schon gewöhnungsbedürftig. Wir haben noch ein paar kleinere Arbeiten am Fahrwerk zu machen, weil es eigentlich ist ein Rundstreckenfahrzeug, ja, also aus der DTC. Und da ist halt eigentlich nicht für die Nordschleife gedacht. Wir haben es aber so weit umgebaut, dass wir das einigermaßen hier fahren können. Und bis jetzt läuft es gut. Kleinere Arbeiten noch, der Motor funktioniert wunderbar und kann nur besser werden noch. Was habt ihr euch heute zum Ziel gesetzt? Ja, das Ziel ist eigentlich ganz klar, das Ziel erreichen. Aber wir haben zwei Fahrer, die müssen noch ein Ergebnis erfahren für die Permit A. Ja, das heißt, die müssen unbedingt ins Ziel kommen. Und das ist jetzt die Hauptsache.